Hallo und herzlich willkommen. Ja, eine neue Folge Elite Force. Ich bin dieses Mal nicht allein. Meine Freundin sitzt bei mir. Hallöchen. Hallihallo. Ja, sehr schön, genau. Elite Force. Also, machen wir mal weiter. Wir sind hier noch auf dem Dreadnought-Schiff. Und genau, wen habe ich hier bei mir? Ist das Mitch? Ich glaube, das ist Mitch. Und hier haben wir Chang. Xetlos, oder? Xet. Wir nicht auf diesem Wege zurück. Okay, uns Mach ist... nicht. Sobald wir fertig sind, beamen wir uns hier raus. Ja, also uns ist gerade der Lift kaputt gegangen. Naja, wir schauen jetzt einfach mal. Unser Hauptziel war es, den Plasma-Fokusleiter neu zu fokussieren, zu justieren. Damit wir eben, wie schon gesagt, auf die Harvester feuern können, die der Voyager gefährlich nahe kommen. Aus dem Weg! Ja, halt, das ist ja nett. Ich habe so gar keinen Plan, worum es geht, aber ich guck einfach mal zu. Ja, du hast meine LPs nicht verfolgt, ne? Das nicht so, also du machst ja so viele, dass ich da nicht mehr hinterherkomme. Okay. Ja. Was ist das? Berühren Sie nichts. Naja, ab und zu guck ich mal ein. Ja. Oh oh. Was ist das denn? Komisches Fliegding, keine Ahnung. Komisches Spinnenviech. Okay. Roboter. Roboter-Spinnen. Genau. Arachnorobotus. Miss Monroe, wie ist Robotus Arachnus. Dieses Schiff ist nicht ganz so tot, wie wir dachten, Sir. Es gab hier keinerlei Anzeichen für ein solches Verteidigungssystem. Sie müssen von einem anderen Teil des Schiffes gesteuert werden. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Und der Typ, der da gerade geredet hat, der spricht mit uns über den... Über den Kommunikator, genau. Über diese kleinen Dinger, wo man sich immer draufhaut. Wo man sich auf die Brust klopft, genau. So, da geht's mit dem Fahrstuhl nach unten. Wir gucken trotzdem nochmal hier. Kontrollkonsole. Naja, beschädigt, okay. Oder nicht benutzbar. Können wir runterspringen? Nee, das ist ein. Das ist so eine Art. Ich komme hier hinterher, Chang. Ich kann doch springen. Dann müssen wir für sie eine Plage sein. Oh ja, Geschütze sind ganz scheiße. Die sollte man schnell ausschalten, für einen, der das selber mal zockt. Die können unangenehm werden. Da hinten weiß ich, dass da noch was ist. Wann hast du das Spiel zum letzten Mal gespielt? Zum letzten Mal gespielt. Ist schon einige Jährchen her. Aber ich habe so oft gespielt. Ich habe ja auch gesagt, wir machen hier 100%. Also ich kenne es eigentlich noch ziemlich gut. Wir haben das doch mal vor einem Jahr oder was zusammen angefangen, dann aber nicht weitergemacht. War es nicht so? Oder war das Weil ich den Rechner formatieren musste, genau. Wir sind irgendwie bloß ins zweite Level gekommen oder so. Und dann haben wir ja aufgehört. Genau. Stimmt. Aber wirklich durchgezockt ist das letzte Mal. Das ist ewig her bei mir. Okay, das hört sich nach Geschütz an. Scheiße, da unten ist es, genau. So, die Energie ist fast leer. Okay, nehmen wir das, den U-Mod. Das Gemeine bei den Geschützen ist, die ziehen auch richtig mächtig Energie ab. Genau, dann meistens, man hört das am Geräusch. Meistens warten, bis die dann wieder einschlafen. So, jetzt. Wer schläft? Das Geschütz quasi, bis die wieder runterfahren. So. Ja, ja. Na gut, da hinten müssen wir gleich nochmal hin, aber ich will jetzt erstmal alle möglichen Gefahren ausschalten. Genau, das Geschütz hier nämlich auch noch. Das wäre uns sonst nur lästig geworden. So, müssen wir eigentlich hier schon runter? Ich guck mal. Ich muss mich erstmal in das Spiel eindenken, bevor ich das irgendwie... Vorsichtig da unten, Monroe. ...weiß, wie ich... was wo befürchten muss. Okay. So, wenn man in etwa weiß, wie das Spiel funktioniert, dann kann man auch Sachen vorhersagen. Genau. So, hier ist eine Kontrollkonsole. Genau, die hat jetzt, da vorne war ja so ein Gitter hochgeklappt. Das ist jetzt unten. Hier haben wir nochmal Energie, das ist sehr gut für unser... Diese Kristalle? Ja, also die Kristalle sind für Waffenenergie von außerirdischen Waffen. Ah, so. Genau, und alle blauen Energiekonsolen sind dann für Föderationswaffen. Das heißt, die Waffen laufen alle elektronisch auf irgendeine Art und Weise. Also das ist nicht einfach.
einfach so funktionieren, wenn man irgendwelche Patronen reinsteckt und auf den Auslöser drückt bzw. zieht, dann das wäre jetzt so einfach. Ja, nee, das ist nicht so wie bei dir. Genau. So, ich habe schon so lange nicht mehr geschossen. Ja, genau. Meine Freundin hat einen Waffenschein. Nee, ich habe einen Jagdschein. Jagdschein, ja, was den Waffenschein mit einschließt. In gewissermaßen. Genau. Ja. Sie kennt sich aus mit Waffen. Das aber nicht, würde nicht ich so direkt nicht jetzt mehr sagen, aber ich sollte es. Ich habe nur schon sehr lange keine Waffe mehr in den Händen gehabt. Ja. So, ich glaube, jetzt können wir einfach hier dieses Tor benutzen. Also hier war vorher dieses Gitter oben. Na, jetzt können wir hier vorbei. Okay. Ja, und ein Fahrstuhl. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen zum Plasma-Fokusleiter. Das ist... Ach, der, ja, genau. Ach, der, genau. Ja, ach, der. Nein, wenn du das RP nicht verfolgt hast. Wow. Ich lenke dich ab. Ich sollte aufhören zu reden. Ach, na, du kannst ruhig reden. Es ist schön, mal hier einen Nebensitzer zu haben, der auch redet. Mein Mitbewohner war ja schon ein paar Mal bei Edith Forster dabei. Der ist immer sehr still. Ja, also wenn ich schon hier bin, dann möchte ich ja natürlich auch irgendwie was dazu beitragen, dass der Rest der Welt sich unterhalten fühlt. Schön. Ja. Nein. So, falls ihr irgendwelches Wassergeplätscher hört, irgendwie in der Wohnung über mir duschen sie wohl gerade und die Wasserleitungen laufen bei mir durch. Ich glaube, das hört man nicht mehr. Also dein Mikro ist zwar gut, aber so gut auch wieder nicht. Ist auch mal ganz toll, wenn ich dann hier abends schlafe, weil da geht oben einer aufs Klo und dann spülen die dich. Oh, hört total, wie das durch die Leitung rauscht. Das ist nicht so lecker. Lecker. Ja, nee, ist es nicht. Naja. Ah ja. Huch, was ist das? Nächster Abschnitt. Ach so. Gegenwehr. Klingt nicht angenehm. Da fliegt was. Ja, da ist. Sind wir gerade. Nee, das ist kein Borgschiff. Nein, das ist kein Borgschiff. Nee, das wäre noch viel. Das wäre noch viel technischer und düsterer und vor allem grüner. Grüner und irgendwie ja, organisch-technisch. Nein, organisch sind die Borg nicht wirklich. Ja, aber es sieht so aus, als ob. Okay. Also finde ich. Also gewissermaßen technische Organität, keine Ahnung. Technische Organität. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber. Nein, ich glaube nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Nein, also wir sind hier auf dem sogenannten Dreadnought-Schiff. Das hängt auch mit diesem Raumschifffriedhof fest. Ach so, und ach, das ja genau, ich erinnere mich. Ist quasi eine riesige Kanone. Eine riesige Kanone. Ein 700 Meter Geschützrohr. Das ist nicht schlecht. Ja. Das wollen wir benutzen. Und wir dachten, es wäre verlassen. Aber ist es ja nicht, wie wir es festgestellt haben. Das sind diese komischen Roboter halt. Naja, aber zählen die denn gewissermaßen als... Bewohner? Nicht wirklich. Sie sind ja automatisiert. Eben. Nein. Auf jeden Fall sind sie lästig. Und, okay, und unser Problem ist halt, dass wir im Moment, dass die Harvester, die sind sehr feindselig. Was sind das? Ist das eine... Das sind die Abgesandten der Forge. Die Forge ist quasi das Ding, das uns hier auf diesen Raumschifffriedhof gebracht hat. Ach ja, genau. Und die sind auf dem Weg zur Voyager, um uns faktisch zu vernichten. Das konnten wir jetzt schon sehen, dass die kommen. Und wir wollen jetzt das Ding hier, wo wir gerade sind, einsetzen, um die... fernzuhalten, richtig, ganz genau. Kleinhölzer zu machen. Genau, das ist unser Ziel. Ja, finde ich gut. Genau, jetzt weißt du auch Bescheid. So, ich glaube, wir können... Danke für die Zusammenfassung. Ja, jetzt können wir erstmal hier hingehen. Ich habe so mal völlig den Überblick verloren. Ach, du spielst doch auch Computerspiele? Ja, schon, aber du ziehst die isometrische Ansicht von oben vor. Ja, ne? Unbedingt. Dann erkenne ich immer, wo ich bin und ich mag einfach den Überblick. Nee, bei 3D-Evo-Shootern gibt's das nicht. Also Ego-Shooter wäre nix für mich, glaube ich, so. Ja, ich bin fühle mich ja auch relativ amateurhaft auf. Haben wir auch extra auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad hier. Weil wenn man... Das Spiel kann auch schon anspruchsvoll sein, wenn man dann... Also ich sag's mal so, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hätte ich mich jetzt nicht einfach so von den Viechern treffen lassen können. Da hätte ich dann schon Deckung suchen müssen, was weiß ich, weil... Also noch gewissermaßen mehr Taktik dazu, oder wie? Definitiv. Ich meine, du als Frau mit Jagdschein weißt ja, dass wenn man von einem Schuss getroffen wird, das nicht unbedingt überlebt. Nicht so direkt. Ja, und das passiert einem hier auch, wenn man den Schwierigkeitsgrad jetzt nach oben schraubt. Ja, das ist ja wenigstens ein bisschen realistisch. Aber ich zieh's auch lieber leicht vor.
Ja, in dem Fall schon. So, ich dachte gerade, wir können dieses nette Ding da kaputt machen. Ich hatte jetzt irgendwie... Ich hatte irgendwie da an dem Ding? Nee, ich glaube nicht, aber ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass man... Was ist das? Sieht aus wie ein... Nee, das meine ich nicht. Ich glaube, das kommt erst später. Irgendwann müssen wir nämlich mal irgendwas kaputt machen. Aber vielleicht war es auch gar nicht auf diesem Schiff. Mann, ist das lange her, dass ich gespielt habe. Egal, gehen wir mal hier zu diesem... Wahrscheinlich wird das ein Aufzug sein. Ein Aufzug. Sieht, die Tür sieht so danach aus. Aha. Und das funktioniert... Ah ja, klar. Kontrollschalter, okay. Nein, kein Aufzug. Sondern ich hab was ganz... Ein Loch, nicht reinfallen. Ich erinnere mich, dass das was ganz Unangenehmes ist. Ich weiß es. Du weißt es. Ich verbinde schlechte Erinnerungen mit diesem Raum. Ich weiß nicht mehr, was es war, eine aber... Eine Zwischensequenz, oder? Ich weiß, dass ich diesen Raum nicht mochte. Ist schon wieder so ein Viech. Oh Gott, ja, scheiße. Genau, jetzt kommt dieses Riesenviech, oder? Ist es ein Boss? Quasi. Ich glaube, ja. Ja, okay, wunderbar. Aha. Das ist es hier, die Maschine mit den Scherenhänden. Ja, genau. Mit den sich drehenden Scherenhänden. Richtig. Da gab es noch so einen ganz alten Science-Fiction-Film, Das Schwarze Loch. Da gab es so einen Typ, der hieß Max. Ich glaube, der hieß Maximilian, der war so ja, ähnlich. Ekelhaft. Wow. Ja, er hat's auf uns abgesehen. So, ich nehme jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal unsere stärkeren Wummen hier. Hau ab, lass mich in Ruhe. Diese Kristalle, die da rumfleuchen, ist das sowas wie neue Energie? Ah, okay, Moment. Ich muss jetzt mal ein bisschen stärkere Geschütze auf. Warum schießen denn die anderen nicht? Ist das eine Taktik? Fliehen und auf die Distanz schießen. Also die beste Taktik ist wirklich rückwärts laufen oder halt auf Distanz feuern dann. So, jetzt haben wir's. Sehr gut. Weil, Wartungsroboter. Ja, das war definitiv kein Wartungsroboter. Nee, der war nicht so nett. Was war das denn für ein heißer Sprung hier? Sieht aus, als kämen wir nur auf einem Weg weiter. Wir müssen den Fahrstuhl nach unten nehmen. Von dort kam der Roboter. Was denn für ein Fahrstuhl? Dieser Lift, wo die gerade raufsteht, diese Platte. Das ist ein Fahrstuhl. Ja, der hat sich da ja, kam da ja so schön aus dem Boden hoch. So melodramatisch. Okay. Und so machen wir es jetzt. Jetzt geht's nach unten. Und schon wieder ein neuer Bereich. Gegenmaßnahmen. Sind das so Überschriften? So Kapitelüberschriften? Das sind Kapitelüberschriften, ganz genau. Ja, komm her. Ja. Und noch diesen Raum mochte ich. Oh, diesen Raum mochte ich auch nicht. Ich weiß auch warum. Weil wegen dieser blöden Raketentürme. Oh. Diese UFOs, die da rumfliegen. So. Das Beschissene an diesem Raum ist nämlich, da sind, oder war das ein späterer Raum? Es gibt irgendwo einen Raum, das ist total ätzend in diesem Spiel. Da hat es Geschütze an den Wänden. Und diese Geschütze feuern und feuern und feuern. Und irgendwie interpretieren das, wenn da unsere Leute zu oft von getroffen werden, interpretieren die das so, das ist ein Bug, als würden wir auf die feuern. Na toll. Und dann sind sie gegen uns irgendwann, dann werden sie irgendwann sauer und bringen uns letztendlich um. Na super. Das ist so ein ganz blöder Bug. Kann man das nicht irgendwie... Man kann es austricksen, indem man so schnell wie möglich diese Geschütze ausschaltet, ja. Ich weiß, das kommt irgendwann auch noch. So, Was ich jetzt nicht kapiere ist... Ja? Oder jetzt zu den an den Wänden immer zu diesen Dingern hier rennst, die immer so gelb umrandet sind. Ja, das Was Gelbe ist das? Das Gelbe ist für die Lebensenergie und das Blaue ist für die Waffenenergie. Das heißt, es wird dann in gewissermaßen einfach wieder aufgeladen. Wird dann wieder aufgeladen, ah, genau. So, jetzt müssen wir uns gerade mal umgucken. Hier oben ist ja diese Brücke und da ist eine Tür dann und hier sind lauter Kisten. Ja, wir kommen jetzt von hier noch nicht da hoch, aber später kommen wir da nochmal hin. Im Moment können wir hier nicht rauf. Also müssen wir... Und wir kamen von da, also können wir jetzt einfach bloß noch in diese Richtung gehen. Genau. Was haben Sie aufgehoben? Ah. So etwas wie ein Schweißgerät, ist aber eine ganz brauchbare Waffe. Ein Schweißgerät? Ja, das ist eine Waffe, die ich sehr gerne habe. Die schweißt in zwei Richtungen? Ist gleich nach dem Tetri-Impuls des Ruptor. In diesem hier ist... Der Dreadnought-Schweißer. Meine zweite Lieblingswaffe, die verschießt Blitze. Die werden ja ganz schön gegrillt. Die werden gegrillt. Das kann man so sagen. Und da ist wieder so ein großer. Nein, es sind gleich zwei. Ach,
Ja, aber mit dem Dreadnought-Schweißer geht das schneller. Ein Schweißer auf die Entfernung. Ja, und der starke Schuss, der sendet dann so einen Kugelblitz ab. Ah, okay. So, ich glaube, das hier ist der Raum mit den Geschützen, oder? Nein, es ist nicht. Wie? Doch, er ist es. Komm, geh kaputt. Der nächste. Okay. Aber das müssen doch noch mehr gewesen sein. Oder zumindest klang es nach mehr. Das war jetzt doch noch nicht so dramatisch. Ja, nee, Glück gehabt. Vielleicht ich glaube, es kommt später nochmal mehr, aber das war schon das, ja. Das ist so ein Raum, in dem ist mir das schon passiert. Na gut. Ja, dann gut, dass du es schon vorher wusstest. Ja. Ich kann mal gucken. Ach ja, die gute Monroe stöhnt sich immer so ein ab, wenn sie hüpft. Hm. Das machst du doch jetzt mit Absicht. Genau, das mache ich mit Absicht. Da war doch was, genau, ich erinnere mich. Huch. Den lassen wir jetzt mal dagegen ballern. Und dann haben wir einen Weg nach oben. Wie praktisch. Weil die Tür ist hier ja zugebaut. Ne? Hm. Mhm. Ja, Mitch, kommst du dann auch mal? Entscheiden Sie sich. Scheint etwas verloren. Hat er sich aufgehangen in der Grafik? Hallo? Wie bei Seven of Nine auf dem Borgschiff. So, jetzt hat er's. Okay. Ist ja furchtbar. Okay, schon wieder. Ja, also ich erinnere mich wirklich, es ist sinnvoll, hier das Feuer auf sich zu lenken. Auch wenn es nicht unbedingt gesund ist, aber... Was für ein passender Spruch. Wow. Diese UFO-Raketen kann man wenigstens noch ausweichen. Den kann man wenigstens noch ausweichen. Das ist echt ein riesen Trümmer, dieses Schiff. Ne, was ist das? Diese Kanone, was auch immer, wo wir jetzt sind. Dieses Dreadnought-Schiff ist groß. Wie schon gesagt, allein das Geschützrohr 700 Meter. Das ist, so lang wie die gesamte Enterprise E. Die ist, glaube ich, 700 Meter lang. Jo. Da kann man einen fröhlichen Wanderausflug machen. Sie nähern sich dem Geschützrohr. Mehr oder weniger. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. Okay. Ich frage mich immer, wenn ich solche Sendungen sehe, hier Star Trek und so ein Krempel, wer denkt sich diese ganzen schlauen Wörter aus von diesen ganzen Techniksachen, die es überhaupt nicht gibt? Plasmafokuskammer. Und so. Das würde ich sagen, ist jetzt mal ein konsequentes Wort. Da kann man drauf kommen. Ich könnte das nicht mal eben einfach so. Ist das jetzt hier die Kanone? Wir sind jetzt im Inneren des Geschützrohrs, genau. Das ist quasi hier der Ausgang, da wird dann rausgefeuert und dann geht's hier halt ewig weiter, was man jetzt halt nicht sehen kann, weil, ach so. Ja, ne? Aber das ist jetzt gerade das Geschützrohr, genau. Und das hier sind auch schon die Plasmaleitungen. Müssen wir die irgendwie kappen oder was? Nee, die Plasmaleitung müssen wir nicht kappen. Wir müssen nachher so einen Plasmastrahl ausrichten. Achso. Quasi woanders hin, weg von uns oder im Moment. So, Achtung. Okay. Jetzt fahren wir erstmal ans andere Ende. 700 Meter muss man ja nicht unbedingt laufen, ne? Ja, wenn man auch fahren kann, würde ich auch lieber fahren. Jetzt kommt ja der geilste Witz ever. Aha. Die stehen ja so völlig gerade und das Ding schießt weg wie Sau. Naja, es ist ein Computerspiel. Ja, die hätten jetzt eigentlich voll nach hinten fliegen müssen. Aber okay. Gravitationsstiefel. Physik hat das Ding noch. So. Jetzt diese Bremsung. Sie sind und die am haben Ziel. Sich überhaupt sich kein bisschen bewegt. Das ist herrlich. Ja, aber sie sind am Ziel. Wäre lustig gewesen, wenn sie dann so... Wenn einer hinten runtergefallen wäre? Voll auf die Schnauze, genau. Gut, Was ist das? Vorsichtig, das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von ihren Knochen senken. Ionengas? Ja,
Ich glaube, hier beim Ionengas hören wir doch mal auf für diesen Part. Wollen wir nicht mal runterlaufen und gucken, was passiert? Wir sterben, und zwar prompt. Okay, das ist nicht irgendwie so, ah ja, jetzt bin ich verletzt, ich sollte das nächste Mal nicht reinlaufen. Das ist hier Instant Kill. Na gut. Also. Instant Kill. Instant Kill, genau. Weiter geht's beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.